Die Zielkundenanalyse ist absolut essentiell für jedes Unternehmen, egal was sie verkaufen, was ihr Produkt, was ihre Dienstleistung ist. Denn allzu oft verkauft man etwas, von dem man selbst begeistert ist. Und die Erfahrung zeigt, dass eben das, was man selber genial findet, nicht unbedingt das sein muss, was dem Zielkunden gefällt. Wenn ich also erstmal mich hinsetze und strategisch überlege, ein Unternehmen ist ja nicht gestern entstanden, sondern wenn Sie hier zuschauen, haben Sie Ihr Unternehmen ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Sie haben also eine Grundlage an Wissen. Und Sie können einfach Ihre Kunden einmal befragen, warum diese Kunden eigentlich gekauft haben. Warum genau haben sie gekauft? Was ist der demografische Durchschnitt? Sind das eher männliche, sind das weibliche Kunden? Sind die Anfang 20, sind die Ende 50? Wo bewegen sie sich? Sind die eher im oberbayerischen Raum oder in Schleswig-Holstein? Wie ist der familiäre Hintergrund? Haben die viel Geld, haben sie wenig Geld? Ist das ein Endkonsumerprodukt, was günstig ist, was einen Massenmarkt hat? Oder ist es ein sehr exklusives und ich brauche Leute, die sich zum Beispiel fürs Golfen, für Yachten interessieren? Und wenn ich diese Demografie und die Psychografie kombiniere, dann erhalte ich eine sogenannte Mindmap oder eine Persona. Ich kann also eine Zielkundenperson wirklich mal visualisieren. Ich könnte sogar dann zu Google gehen und mir einfach ein beliebiges Foto hernehmen, was ich dann oben drauf setze auf den Kopf und gebe eben dieser Person sehr, sehr viele demografische Attribute und zeige in der Psychografie einfach mal auf, die Seelenwelt des Kunden. Was genau fühlt der Kunde? Was hat er für Einwände und Vorurteile, negative Erfahrungen, Wünsche, Ziele, Träume? Was ist dem Kunden besonders wichtig in der Ansprache? Worauf reagiert er allergisch? Was zieht ihn magnetisch an? Und da lässt sich sehr viel philosophieren und sehr viel reden. Aber die wenigsten Unternehmen, mit denen ich spreche, haben tatsächlich so eine Zielkundenanalyse in schriftlicher, visueller Form in der Schublade. Und das ist wirklich die Hausaufgabe Nummer eins, das unbedingt umzusetzen. Und dafür gibt es im Internet sehr, sehr gute Programme. Das ist nicht aufwendig, das muss nicht teuer sein. Das ist absolut entscheidend, denn wenn ich genau weiß, was der Kunde liest, was der Kunde hört, was den Kunden interessiert, dann kann ich eben auch überlegen, wo ich ihn ansprechen kann. Kann ich ihn zum Beispiel auf Facebook in bestimmten Gruppen erreichen? Wenn meine Zielkundschaft zum Beispiel Mütter sind, kann ich sicherlich in Gruppen in Facebook sehr, sehr targetiert Werbung schalten. Wenn meine Zielgruppe aber eher männlich 50 plus ist und sehr vermögend, dann sind das nach meiner Erfahrung eher Golfer, das sind Yachtinteressenten, das sind Leute, die sich für Uhren interessieren. Wenn ich also Werbung schalten möchte, gehe ich nicht auf Facebook, sondern inseriere vielleicht in einem Luxusmagazin, mache Partnerschaft mit einem Yacht oder einem Golfclub. Und all das kann ich nur dann strategisch verstehen, wenn ich eine Zielkundenanalyse in schriftlicher Form vor mir liegen habe.